Hallo ihr Lieben, hier ist Abo von Lavapo und jetzt geht's weiter. So, im letzten Teil haben wir ja die Checkpoints gesetzt. Da gucken wir uns nochmal schnell was an. Und zwar hatte man den Checkpoint berührt. Wenn man in die Lava gefallen, wurde man wieder bei den Checkpoint abgesetzt. Wenn den Checkpoint berührt reingefallen, wurde man da abgesetzt. Und wenn man jetzt aber den Feuergen berührt hatte und dann reingefallen ist, wurde man wieder da abgesetzt. Und wenn man das nicht möchte, sondern immer nur den letzten, also den nach rechts hinzus letzten berührt, der da Checkpoint dann so gesagt ist, da brauchen wir einfach nur hier reingehen, bei Spielerkollision mit Checkpoint Bedingungen hinzufügen und sagen, der Checkpoint Animation aktuelle ist gleich 0. Das bedeutet, dass das nur funktioniert, wenn die aktuelle Animation des Checkpoints 0 ist. Wir erinnern uns, beim Checkpoint hatten wir eine Animation 0, wenn die Blume zu ist, eine Animation 1, wenn die Blume auf ist. Das bedeutet, jetzt wird das nur noch ausgelöst beim ersten Mal, wenn die Animation 0 ist. Jetzt ist diese Blume auf 1 geschalten worden, wir werden jetzt natürlich dort abgesetzt. Und wenn wir jetzt die vordere Blume berühren, also den vorderen Checkpoint und reinfallen, werden wir bei der vorderen abgesetzt. Aber da jetzt die Blume hier schon offen ist, wird das nicht nochmal ausgelöst. Und wenn wir jetzt hier reinfallen, wird man da ganz vorderen Blume abgesetzt. Also je nachdem, wie ihr das braucht, könnt ihr das so einfach ändern. So. Ich habe mir überlegt, wir machen heute mal zum Spiel gehört ein Startmenü. Und da können wir schon mal anfangen, das reinzumachen. Das ist immer schön, wenn man das hat, so gesagt. Dafür legen wir hier einfach eine neue Szene an. Wir nennen die um. Und nennen das einfach Start. Wählen das aus, indem wir doppelt draufklicken. So, jetzt holen wir uns einfach mehrere Sachen her. Ich hole mir jetzt den Boden hierher. Und halte den wieder auf Plattform. Nehmen wir den jetzt hier rein. Spieler. Wobei man hier auch eigentlich diese Verhaltensregel beziehungsweise auch überhaupt nicht setzen braucht, da wir das ja hier nicht bewegen. Können wir also da wieder einfach löschen, anwenden, klicken. Weil das ist jetzt einfach wie eine Grafik, die abgelegt wird, also da ist jetzt keine, ich kann es nicht steuern und so. Und darum brauchen wir eigentlich die Verhaltensweisen jetzt nicht da nicht setzen. So. Jetzt machen wir ein neues Objekt hinzufügen, animiertes Objekt. Nennen das einfach jetzt Menü. Arbeiten. Ich muss jetzt mal irgendeine Farbe raus. Ja, und dann dazu noch ein Schwarz. Ein bisschen zu groß. Kleinste. Speichern das einfach in das rein. Grid an. Nehmen wir das Grid ist auf 32 mal 64 mal 64. Nehmen wir das jetzt mal doppelt so lang. Wieder aus. Jetzt mir das mittig.
ganz mittig ist es nie. Jetzt höre ich mir noch. Menü. Deko 1 nenne ich es einfach. Nehme jetzt die Blume. Geh die schon mal her. Jetzt mache ich ein neues Objekt hinzufügen. Text. Nenne das einfach. Menü. Text. Okay. Schreibe unten in den Textfeld Spielen rein, drücke auf Anwenden, ziehe mir das rein. Zoom ein bisschen ran. Will mir jetzt doch nochmal. Publizieren wir einfach mit die Menü Deko. Wenn die Menü Deko 2 löscht das und holen wir jetzt einfach mal hier so einen Push. Dekorieren wir das jetzt mal ein bisschen. Runter noch. Schauen wir das nochmal an. Wie gesagt, kann man viele Sachen machen. So. Jetzt gehen wir einfach hier in das neue Ereignisfeld für das Menü und sagen jetzt einfach Menü Play. Der Cursor die Berührung auf ein Objekt. Sagen okay und sagen dann aber noch gleichzeitig bei Bedingungen Mausberührung Maus losgelassen. Linke Maus. Aktion hinzufügen und sage dann hier, dass er die Szene wechseln soll. Ich suche es gerade kurz hier. An der Szene sagen Level 1. Klicken OK. Und wenn man jetzt rüber geht, startet es nicht, aber wenn ich jetzt drücke und loslasse, startet er das Level. Wir sehen können, das funktioniert. Das kann man natürlich dann auch mit dem Lademenü, das machen wir später noch, oder Aktionsmenü erweitern. Hier kann man auch Bewegung reinbringen. Jetzt ist natürlich alles statisch, aber das kann man, wie gesagt, nach ausarbeiten. Wir können natürlich auch ganz einfach hier das Startmenü gehen. Die Einstellung davon ändern, könnt ihr einfach hier reinklicken und könnt jetzt einfach hier im Hintergrund irgendein blaues wählen, was uns gefällt. Und damit tun wir gleich den ganzen Hintergrund blau färben. Können natürlich jetzt noch ganz andere Deko-Steine rein oder wie gesagt Wolken bewegen lassen oder Kirlangloben oder unseren Charakter. Aber jetzt haben wir erst das erste Menü. Jetzt sieht es dann schon ein Stück mehr nach Spiel aus, wenn man reingeht, dass erstmal ins Menü kommt. Und was ganz wichtig ist jetzt, wir gehen hier wieder auf den Projektmanager und müssen das Startmenü jetzt nach oben bringen, damit das das erste ist, was gestartet wird, wenn man das Spiel jetzt normal startet. Da gehen wir rechts raufklicken und dann nach oben bewegen. Jetzt steht das Startmenü über den Level 1. Das funktioniert dann auch.
Aber hier mit Litter können wir natürlich jede Szene so gesagt aufmachen und direkt testen und spielen und machen. So, das haben wir jetzt gemacht. So, dann würde ich sagen, dann war's das. Heute ist ein bisschen kürzer, nächstes Mal kommt ein bisschen was Größeres. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch wieder nächstes Mal mit dabei. Bis dahin, macht's gut, tschüssi.